Einen schönen guten Abend zusammen zum Webinar Trading nach der GP3-Strategie natürlich mit Timo Kosiol. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie heute Abend ganz herzlich zum Webinar begrüßen. Ich bin gespannt, was sich hinter dem Titel verbirgt, was der Timo uns gleich so zeigen wird, erklären wird. Ich hoffe Sie natürlich genauso wie ich. Von daher springen wir einmal zum Risikohinweis, denn Sie kennen es alle, das Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen sie das ganze nicht als Handelsempfehlung, Anlageberatung oder dergleichen ja, ganz gleich was Timo gleich kann ja sein zu testzwecken eventuell handeln sollte. Ähm, von daher sie müssen im Endeffekt immer ihre eigenen Entscheidungen treffen. ja das ist ganz wichtig und muss von unserer Seite immer gesagt werden. Okay, dann Timo darfst du jetzt loslegen Wenn was ist ich bin da, wenn was sein sollte. Von daher viel Erfolg. Okay, so, jetzt immer wir wieder die Frage, welcher, welcher Monitor? <laughs> <Ja. lacht> Klassiker. So, wenn alles geklappt hat, dann müsste man mich jetzt hören und sehen können. Passt perfekt, sehr gut. Okay, super. Ja, dann auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite aus hier zum GP3-Webinar. In den nächsten 60 Minuten werde ich euch so ein bisschen was über die GP3-Strategie, über die GP3-Trading-Strategie erzählen, was die GP3-Strategie ist und wie ich die handle. So, erstmal so ein bisschen Theorie, dann zeige ich euch ein paar Beispiele und dann gehen wir auch nochmal live in den Chart rein und gucken wir mal, was heute so gewesen ist und ob heute, beziehungsweise ob gestern oder letzte Woche, na gestern war ja Sonntag, aber letzte Woche gegebenenfalls irgendwelche, ja, Einstiege möglich gewesen wären nach der GP3-Strategie. So, dann gehen wir mal rüber und vielleicht äh, sage ich als erstes mal noch ein paar Worte zu mir. Wer bin ich überhaupt, was mache ich hier und warum halte ich hier ein Webinar? So, ich bin seit 1999 an der Börse aktiv. Äh, hauptsächlich mit Aktien habe ich gestartet und seit 2015 kamen dann auch CFD, Forex und Future-Märkte hinzu. Außerdem habe ich diverse Softwareprogramme geschrieben für den MetaTrader, für den StereoTrader. Der ein oder andere kennt wahrscheinlich Ghost oder den Order Assist oder wahrscheinlich auch das VPOC-Tool. So, außerdem bin ich im stereotrader Team. Das heißt, ich arbeite eng mit dem Dirk Hilger, also dem Entwickler vom StereoTrader, zusammen und bin dort, wie gesagt, auch aktiv. So, im Web findet man mich unter daytradertools.de oder auch in meiner Telegram-Gruppe, wo ich hin und wieder Live-Trades poste, wo andere Leute Live-Trades posten. Das findet man unter daytradertools.de slash telegram. Gut, dann gehen wir rein. Und zwar ähm, fangen wir mal so an. Und zwar gibt es ja Fragen und Probleme, die sich so jeder Trader äh, stellt, bevor er so Trades absetzt, äh, bevor er Trades aufmacht. Und die erste Frage, die sich jeder Trader stellt, ist: Okay, welche Richtung soll ich denn eigentlich handeln? Was gibt mir der Markt so vor? Was ist für mich vielleicht lukrativ? Soll ich eher die Short-Richtung oder eher die Long-Richtung traden? So, das ist eine der entscheidenden Fragen, die sich jeder Trader, jeder Day Trader jeden Tag wieder aufs Neue stellt. Dann die zweite Frage. Wann einsteigen? Ganz wichtig natürlich. Wann steige ich ein? Wann gibt sich, ergibt sich ein Szenario, was für mich irgendwie profitabel zu sein scheint? Ne, wann steige ich ein? Aber noch viel wichtiger ist auch, wann steige ich überhaupt wieder aus? Ne, also Einstieg ist die eine Sache, hat man guten Einstieg gefunden, man muss aber auch den Absprung schaffen, man muss auch den Ausstieg finden. Ansonst, ansonsten nutzt der beste Einstieg nichts, ne, wenn man den, ein, den Ausstieg verpasst und entsprechend dann doch im Minus landet. Weitere wichtige Frage, wohin mit dem Stop-Loss? Also ganz wichtig, dass man eine Strategie hat, wo man seinen Stop-Loss hinsetzt. Entsprechend muss man sich überlegen, wo kommt er hin, was habe ich dadurch für einen CAV vielleicht und so weiter. Weitere Frage, hochwertige Chancen. Wie kann ich hochwertige Chancen in dem ganzen Kerzendickicht überhaupt rausfiltern? Also hochwertige Chancen sind ein... Hohes Chance-Risiko-Verhältnis, ne? kleiner Stop-Loss und vor allem auch ein Filter sozusagen, der mir auch mal so ein bisschen die Hände zusammenbindet. Ne? Also das Stichwort ist hier Overtrading. Man hat irgendwie, jeder kennt das wahrscheinlich oder viele kennen das wahrscheinlich, man hat irgendwie drei, vier Trades gemacht, die sind gut gelaufen, der fünfte, sechste geht in die Hose und der ganze Tagesgewinn ist wieder futsch. Also entsprechend nur hochwertige Chancen handeln, aber wie finde ich die hochwertigen Chancen? So, und ganz wichtig dann auch noch als letztes, wenn man dann einen Trade gemacht hat und der ist dann entweder erfolgreich gewesen, dann fragt man sich, okay, warum hat jetzt genau dieser Trade funktioniert? Und warum hat der Trade, den ich vorher gemacht habe, der war dann vielleicht nicht erfolgreich, warum hat der nicht funktioniert? Und um das überhaupt irgendwie... Zu filtern, in Beziehung zu setzen, braucht man eine gewisse Reproduzierbarkeit. Das heißt, man braucht eine Strategie, die man immer wieder jeden Tag reproduzieren kann. Nur dadurch lassen sich langfristig auch ja, so Aus Aufschlüsse geben, warum jetzt Trades erfolgreich sind und warum nicht. So, und diese ganzen äh, Punkte, die ich gerade angesprochen habe, die habe ich jetzt versucht mit der GP3-Strategie zu adressieren zu beantworten und Fragen oder besser gesagt Antworten auf diese Fragen zu finden. So, was wird benötigt? So, wir brauchen zuerst den MetaTrader. So, klar. Wir brauchen den StereoTrader. Beides bekommt ihr bei FX Flat, also sowohl MetaTrader als auch StereoTrader bekommt ihr bei FX Flat. Und man braucht als drittes ein Programm von mir, das nennt sich äh, Ghost. Wie kriegt man das Programm? Ganz einfach, man klickt im Installationsmanager oder man klickt auf den Installationsmanager hier im Stereo Trader, dann öffnet sich dieses Fenster hier entsprechend und dann kann man äh, weiterklicken und irgendwann steht dort so eine Liste mit verschiedenen Produkten, Zusatzprodukten, Add-ons, die man installieren kann und ganz unten gibt es den Eintrag MT Tools Collection. Das installiert man. Dann hat man im Navigator einen neuen Ordner, der heißt genauso wie ich, Timo Und dann gibt es dort das Programm Ghost Pro. Also die drei Komponenten braucht man: MetaTrader, StereoTrader und Ghost. So. Woraus besteht jetzt die GP3-Strategie? Also, wie man vom Namen her wahrscheinlich schon erahnen kann, besteht die Strategie aus drei Komponenten. Erste Komponente ist die Bewegungsrichtung des Marktes ermitteln. Wie mache ich das? Ganz einfach. Es gibt unten in der Schaltfläche oder unten im Panel von Ghost gibt es eine Schaltfläche, die heißt Band. Das ist das Ding hier. So. Das schaltet man ein und dann gibt hier, wird hier so ein entsprechendes Band gezeichnet. Ja, sieht so aus. Das hat verschiedene Farben. So, es gibt äh, Rot hier zum Beispiel, es gibt Grün und es gibt äh, Blau. So. Mit diesem Band kann ich die Bewegungsrichtung des Marktes erkennen. Das wird mir hier angezeigt und farblich dargestellt. In dem Sinne, dass äh, rotes Band heißt, die Bewegungsrichtung ist eher abwärts gerichtet. Das heißt eher äh, in Short Richtung. So. Dann gibt es das grüne Band, das ist eher aufwärts gerichtet, beziehungsweise die Bewegungsrichtung des Marktes ist eher aufwärts. Und dann gibt es noch das blaue Band. Blau heißt äh, Seitwärtsphase, es gibt keine klare Bewegungsrichtung des Marktes. So. Wichtig ist noch, dass man für die, für die GP3-Strategie in den Ghost-Einstellungen hier die Bandsensibilität oder Sensibilität auf 1 stellt. Das ist so ein Erfahrungswert. Damit funktioniert die GP3-Strategie am besten. So, dann gibt es eine zweite Komponente. Das ist das äh, Signal, das Marktsignal. Wie kriege ich das? Wie kann ich das einschalten? Da gibt es auch wieder einen Button hier unten, einen Ghost. Das nennt sich äh, der Button heißt SIG für Signal. Und das, der Button zeichnet hier so eine Linie. So. Mit dieser Linie kann ich die, das äh, Signal des, des Marktes erkennen, ob also ein Long- oder ein Short-Signal im Markt vorliegt. Das hat auch wieder zwei Farben, einmal grün für Long und entsprechend äh, rot für Short. Es so. ist jetzt aber nicht so wie bei einem, wie bei einem ähm, Moving, Average, Moving Average oder so, also beim gleitenden Durchschnitt, dass wenn der Kurs... Über dem Band liegt, es automatisch ein Long-Signal vorliegt und wenn es drunter ist, Short. Sondern das Ganze kann auch zum Beispiel, sieht man hier ganz gut, der Markt ist über dem, der, über dem Signal, über der Signallinie, aber trotzdem liegt immer noch ein Short-Signal vor. Ja. Oder hier kann man das auch nochmal sehen. Hier gibt es auch, hier ist der Markt wieder drüber und trotzdem gibt es, ist das Band oder das, das, die Signallinie besser gesagt, nicht das Band. Die Signallinie immer noch rot, ne, obwohl der Markt quasi mit den Kerzen darüber geschlossen hat. So, hier dann umgekehrter Fall. Die Kerzen sind drunter, beziehungsweise die Schlusskurse sind auch drunter. Trotzdem ist das Band immer noch grün. Das heißt, in dem, man, in dem Moment lag noch ein Long-Signal im Markt vor. So, und dann gibt es die dritte Komponente. Die dritte Komponente ist der Markttrend. So, den kann ich mir auch anzeigen lassen, indem ich hier unten auf die Schaltfläche MT klicke. Und wenn ich die einschalte, dann wird mir hier so ein Zickzack gezeichnet und dort gibt es auch wieder drei Farben. Einmal rot, ne? hier zu sehen, das ist ein Abwärtstrend. Dann gibt es grün, hier. Ne? Grün heißt Aufwärtstrend und es gibt auch eine blaue Phase oder blaue Linien. Die heißen dann in dem Moment trendlos ohne wirkliche Trendrichtung. So. Wichtig ist noch für die GP3-Strategie, dass man die Trendsensibilität hier auf gering stellt. Bei mir ist das jetzt hier auf Englisch, aber wenn man die deutsche Version installiert hat, dann steht hier gering, im Englischen steht hier low. So, und das waren sozusagen die drei Komponenten der GP3-Strategie, die dann zusammenwirken. Das Ganze sieht dann so entsprechend aus. Man hat drei Komponenten, wie gesagt, das Band, die Signallinie und den markttechnischen Trend. Und das Ganze sieht dann so aus. Und somit kann ich für mich oder habe ich die Frage beantwortet: Okay, welche Richtung soll ich denn jetzt überhaupt handeln? Soll ich long oder soll ich Short handeln? Also ganz klar, wenn alle drei Sachen auf Grün stehen, werden zum einen hier unten der Schaltfläche das Ganze mit drei grünen Schaltflächen angezeigt, aber auch wenn man sich jetzt diesen Bereich hier anschaut, ne, grün, grün, dann ist klar, dass ich jetzt in diesem Bereich mit dieser Strategie nur Longhandel und auch nur nach Long-Einstiegen suchen werde. So, äh, umgekehrt, wir haben hier entsprechend alles auf Rot, also rotes Band, äh, rote Signallinie. Und entsprechend auch ein Abwärtstrend hier mit der roten Zickzack-Linie. Das heißt, dort haben wir dann ein GP3-Signal in Short-Richtung vorliegen. So, das Schöne an der Strategie ist da auch, dass man auf den ersten Blick, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, erkennen kann, wo jetzt schöne Einstiege liegen, wo schöne Einstiege gelegen haben. So komme ich gleich noch ein bisschen näher drauf zu sprechen, aber prinzipiell war hier ein schöner Long-Einstieg, hier war ein schöner Long-Einstieg, hier ein schöner Short-Einstieg. Aber wieso, weshalb, warum? Wie gesagt, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, warum man das als schöne Einstiege bezeichnet, beziehungsweise warum das schöne Einstiege gewesen sind. So, und natürlich muss man jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie vor dem äh, Rechner sitzen und warten, dass jetzt irgendwie so, äh, ne, und immer wieder gucken, ist jetzt so ein Signal da und äh, wann ist es denn da und was weiß ich, alle fünf Minuten den Chart checken, sondern man kann sich auch ganz einfach benachrichtigen lassen. Da gibt es eine schöne Funktion in Ghost, das heißt hier Alarm, wenn GP3 quasi erreicht ist. Kann man sich entweder per E-Mail oder per Smartphone benachrichtigen lassen. Wenn so ein GP3-Signal äh, vorliegt, dann kann man an den Chart gehen und dann kann man checken, okay, ne, wie sieht es aus, möchte ich da gerne einsteigen. So, das ist ein Vorteil, wie gesagt, dass man nicht die ganze Zeit vorm Rechner hocken muss. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Die nächste Frage war ja, okay, wie kann ich denn jetzt einen Einstieg ermitteln? Also Richtung ist klar. Ich möchte gerne Long handeln. Und die zweite wichtige Frage ist ja: Okay, wo steige ich denn jetzt überhaupt ein? Und ich habe hier mal so schematisch einen Trend gezeichnet. Also steht ja aus Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. So und so ziemlich alle alle Lehrbücher, alle Gelehrten sind sich einig, dass man dass der beste Einstieg hier unten am Punkt 3 ist. Also wenn das jetzt hier unser Trend ist, 1, 2, 3, dann ist jetzt nicht unbedingt der beste Einstieg hier, wo wir den Punkt 2 durchbrechen, sondern eigentlich möchte ich ja gerne so tief wie möglich in der Korrektur einsteigen, weil dadurch kann ich mit einem relativ geringen Stop eine größere Bewegung in Trendrichtung mitnehmen. Also wie gesagt, Punkt 3 ist eigentlich der bevorzugte ja, Einstieg, Einstiegsbereich, wo ich gerne in den Markt möchte. So, und genau das versuche ich auch mit der äh, GP3-Strategie ja, umzusetzen, genau diesen, diesen Punkt 3, diesen Korrekturpunkt zu finden. So, wie mache ich das jetzt? So, schauen wir uns äh, Folgendes an. Wir haben hier unsere GP3-Strategie vorliegen. Wir haben hier entsprechend unseren Longtrend. Der wurde hier mal kurzzeitig äh, gebrochen, aber hier entsprechend gab es den schon mal. Und das heißt, der wurde mit Durchbrechen dieser Hochs hier weiter fortgeführt. So. Somit hat diese Linie äh, hier in dem Moment auf Grün gewechselt. So, die Signallinie war grün und auch das Band war auch grün. Das heißt, okay, GP3 lag vor. Nun ist die Frage: Wo ist der Einstieg? Wo, wie finde ich den Einstieg genau? So. Und ähm, da gibt es mehrere Sachen, die ich beachten kann, beachten muss, die ich mir zur Hilfe nehmen kann. Ja, also, das erste ist erstmal, dass ich jetzt die Korrektur oder beziehungsweise. Die Bewegung, die Trendbewegung, nehme also diese hier und lege da entsprechend mal Fibro-Levels an. So. Und ähm, da gibt es so ein, ich bezeichne das immer als äh, Sweet Spot. Das ist so der Bereich, Korrekturbereich, so zwischen 50 und 61,8. Das ist so der Sweet Spot, wo wenn wir korrigieren, das heißt wenn die Trendbewegung auskorrigiert wird, dass wir so in diesem Bereich am besten hinkommen und dort quasi die Umkehr erfolgt beziehungsweise die Korrektur sich so langsam am Ende neigt und dann entsprechend in Trendrichtung der ganze oder der Markt quasi in Trendrichtung weiterläuft. So. Zum zweiten, machen wir das mal wieder weg, gab es äh, hier auf der anderen Seite, wenn man hier nochmal zurückgeht, gab es halt hier diese äh, trendros ne? Das kann ich auch schon mal als Korrekturpunkt äh, äh, hinzunehmen, beziehungsweise dass es ein interessanter Bereich ist. Also alles, was hier so in dem Bereich liegt, kann für eine Umkehr relativ interessant sein. Und dann haben wir hier noch genau die Signallinie auch noch liegen. Ein weiterer Aspekt, dass dort ein Einstieg relativ ähm, ja, interessant und sinnvoll erscheint. Und äh, je mehr Punkte man hat, also es kann auch sein, dass dort dann gegebenenfalls auch noch Pivotpunkt liegt oder die Markteröffnung ist oder was auch immer. Also je mehr Optionen, je mehr Indikatoren man quasi hier in diesem Bereich dann findet, umso valider wird dann der Einstieg. So, ganz wichtig ist aber jetzt, dass man erstmal schaut, okay, was passiert jetzt hier wirklich an diesem Punkt? Ne? Also wir sind jetzt hier am 50er Korrekturlevel und was passiert jetzt hier? Gibt es dort äh, eine Reaktion? Und dann ist ganz wichtig, dass man erstmal die Erste Reaktion abwartet und nicht direkt bei der ersten Reaktion dann dort entsprechend reinspringt, sondern vielmehr, dass man eine zweite, mindestens eine zweite Kerze abwartet, ne? also die entsprechend hier korrigiert. Und dann, ja, dass man dann bei der zweiten Kerze dann auch wieder ja, eine Reaktion sieht, die jetzt in diesem Fall long gerichtet ist, das heißt also hier nach oben geht. Ne, mindestens eine Kerze abwarten, bei der zweiten reingehen oder besser noch die zweite Kerze auch abwarten und dann entsprechend, wenn die dritte das Tief hier auch nochmal testet und wieder scheitert, dann ne, einsteigen und dann versuchen, die Long-Richtung zu handeln. So, damit ist im Prinzip auch die zweite Frage geklärt. Okay, wo steige ich ein? Ne? Also zusammengefasst zwischen 50er und 60er Korrekturlevel und entsprechend schauen, was ist dort in der Nähe? Ist zum Beispiel Signallinie in der Nähe? Sind Pivotpunkte in der Nähe? Sind Trendhochs in der Nähe? Ne? Und, die, und eine Korrekturkerze. Abwarten und dann bei der zweiten, besser bei der dritten, entsprechend dann in Trendrichtung einsteigen. So, also wann einsteigen, Punkt, somit auch geklärt. So, kommen wir zur nächsten Frage. Die nächste Frage war: Okay, wohin mit dem Stop-Loss? So, und da gibt es auch eine ganz klare Regel, ganz klare äh, Richtlinie. Der Stop gehört dann hier drunter. Also unter das Kerzentief, wo ich eingestiegen bin, beziehungsweise unter das Korrektur, Korrekturtief. Da gehört der Stop-Loss hin. Und da gibt es auch nicht wirklich einen Spielraum, dass man den, den Stop-Loss jetzt verschiebt, weil das gibt es bei der Strategie nicht. Also nicht, dass man, es gibt. Man, man kennt das ja, da denkt man so von wegen, ja, komm, ich gebe Ihnen noch ein bisschen Luft dem Markt und ziehe den Stop noch weiter runter und noch weiter runter und noch weiter runter. Und auf einmal hat man irgendwie einen Stop-Loss von 90 Punkten oder so. Und eigentlich wollte man nur kurz irgendwie den Trade mitnehmen, ein paar Punkte mitnehmen und auf einmal findet man sich mit minus 90 Punkten hinten äh, wieder. Und genau das gibt es bei der Strategie nicht. Also, da gibt es einmal, man setzt den Stop-Loss, da gibt es eine ganz klare Regel, ganz klares Regelwerk dafür. Und der Stop-Loss wird nicht verändert, nicht verschoben. So. Also in der Regel liegen die, die SLs so zwischen 5 und 15 Punkte. Das heißt, die Frage hatten wir am Anfang auch, wie finde ich hochwertige Chancen, wie finde ich Chancen mit geringem Stop-Loss? Und in der Regel ist das so, dass die Stop-Loss, meine Stop-Loss, so zwischen 5 und 15 Punkten, manchmal auch 20 Punkten liegen. Aber viel größer sind die Stop-Losses -Loss, Stop in der Regel nicht. So. So, jetzt lösen wir mal die ganze Situation auf. Also das war ne, hier war der Einstieg bei 50, Korrekturlevel 50. Das war hier mein Trend entsprechend mit der GP3-Strategie und ne, so hat das Ganze dann am Ende aufgelöst. Hier oben war ein Pivotpunkt ne. und wenn man jetzt diese ganze wirklich die ganze Strecke mitgenommen hätte, ne, dann hätte man entsprechend 232 Punkte bei einem Stop-Loss von 10 Punkten gehabt. Und das sind jetzt nicht so Punkte, die ich mir jetzt ausgedacht habe, sondern ich habe es ja gerade erklärt, wo kommt der Stop-Loss hin und so weiter. Und das ist halt entsprechend dann das Regelwerk. Ich hätte hier einen CAV von, was steht hier? Ja, 23 zu 1 gehabt. Ne? Also ein Chance-Risikoverhältnis von 23 zu 1, sofern ich entsprechend wirklich diese ganze Strecke hier oben äh, mitgenommen hätte. So, ähm, ich gucke mal kurz in die Fragen. Moin, ab wo wird der Alarm von groß gemeldet? Also der Alarm wird in dem Moment gemeldet, wo. Wo die GP3-Strategie sozusagen äh, zuschlägt, beziehungsweise wo alle drei Kriterien erreicht sind. Gehen wir nochmal zurück. Also in dem Moment, also die werden ja alle nacheinander treffen, diese Kriterien irgendwann ein. Und entsprechend, wenn das grün ist, wenn das grün ist, und hier unten sieht man es noch so ein bisschen, wenn entsprechend die, das Band auch grün ist, dann wird per E-Mail oder auf Smartphone entsprechend eine Benachrichtigung gesendet, dass alle drei Kriterien erfüllt sind. Und dann kann man hingehen und kann gucken, okay, ne, wo ist jetzt ein sinnvoller Einstieg? Wo möchte ich gerne einsteigen? Möchte ich gerne überhaupt einsteigen? So, wie viele Punkte unter seinem Tief im DAX? Ja, also ich, also du meinst wahrscheinlich, ne, der Stop-Loss, den ich hier hinsetze, also ich setze den immer so äh, ein bis zwei Punkte unter dem entsprechenden Tief. Also nicht direkt aufs Tief, ne, sondern so ein bis zwei Punkte, im DAO eher zwei Punkte, im DAX eher ein Punkt unter das Tief. So. Kommen wir zur weiteren Frage. Eine weitere Frage war Ausstieg. Wann steige ich aus? Wie steige ich aus? Ne? Habe ich ja eben auch entsprechend angesprochen, dass ein Ausstieg ne, genauso wichtig ist wie ein Einstieg. So, und da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die konservative Möglichkeit ist: Die konservative Möglichkeit ist, dass ich erstmal mein Ziel auf das Trend hochsetze. Ne? Also ich steige hier unten ein und setze erstmal. Ein Teilverkauf hier oben in die Nähe des Trendhochs. Ja, weil es kann ja, kann ja durchaus sein, dass wir hier das Trendhoch nochmal antesten, das Hoch aber nicht überschreiten und entsprechend dann doch wieder runterfallen. So. Das Ganze mache ich so, dass ich hier oben ein äh, Trade Level mit Ghost hinsetze. Das heißt, wenn der Markt jetzt hier hochläuft, dann entsprechend wird ein... Teil verkauft, in dem Fall jetzt hier die Hälfte mit einem TA-12-Trail. Das ist so mein Lieblingstrail, den ich am meisten einsetze. Prinzipiell könnte ich auch sagen, okay, ich möchte hier oben mittels äh, Priax-Trail oder PLH-Peak-Trail oder was weiß ich die Hälfte rausgeben. Ne? Also mein bevorzugter Trail ist immer der TA-12-Trail und entsprechend setze ich hier oben das äh, den Ghost Trail bzw. Ghost Trail Level und gibt die Hälfte raus. Den Rest lasse ich dann laufen entsprechend und kann das Ganze dann mit einem weiteren Trail versehen, entweder mit einem weiteren plhp triax oder auch den Ice Stop. Der Ice Stop der setzt sich immer unter die Trend-Tiefs. Ja, den iStop kann ich hier unten bei Ghost einschalten und das ist ein markttechnischer Trend, das heißt, er wird immer unter die entsprechenden Trendtiefs gesetzt und gerade wenn ein Markt irgendwie tendiert, wenn er große Trends ausbildet, große Trends ja, reitet, dann kann man da auf jeden Fall eine ganze eine ganze Weile mitreiten und eine ganze eine große Ecke mitnehmen. Die noch konservativere Möglichkeit wäre natürlich, dass man sagt, okay, ist mir egal, ich gebe jetzt hier oben am Trend hoch, entsprechend ne, den ganzen Trade wieder raus. Ne. Hätte man immer noch ein sehr gutes äh, CAV und äh, ne, kann man natürlich auch machen. Das wäre dann die ganz konservative Variante. So, die, äh, die nicht so konservative Variante wäre entsprechend... Wenn ich sage, okay, ne, ich nehme nicht die Hälfte beim Trend hoch raus, sondern lasse das Ganze irgendwie ne, mit dem Trail entsprechend laufen oder ich habe irgendwelche Marken im Chart ne, mittels Chartanalyse, wo ich meinen Ausstieg bestimme oder auch anhand von Außenstäben zum Beispiel. Ne, das wären so weitere Ausstiegsmöglichkeiten, Ausstiegskriterien. Ganz wichtig ist, man sollte auf jeden Fall, bevor man einen Trade macht, auch wirklich einen Ausstieg vor Augen haben. Also entweder mittels Trail, mittels Chartanalyse oder aufgrund von anderen Indikatoren oder Kriterien. So, warum ist kein separater Alarmierungston eingerichtet? Äh, ja, weil... Der Punkt war ja, also ich wollte ja eine Benachrichtigung haben, um nicht vor dem Rechner zu sitzen. Also die Benachrichtigung, die kann ich mir halt aufs Smartphone senden lassen, dann kommt dann auch ein Ton und dann äh, ne, höre ich halt von wegen, aha, guck mal, da ist was, und dann gucke ich drauf. Wenn ich jetzt nur einen Ton habe, dann muss ich ja trotzdem die ganze Zeit vor dem Rechner sitzen. Ne? Und mein Smartphone habe ich zum Beispiel in der Regel immer dabei. Das heißt, wenn dort eine Benachrichtigung kommt, dann sehe ich halt äh, direkt, okay, es ist GP3 und dann kann ich quasi den Chart wieder aufmachen oder zum Rechner gehen. Also von daher ein separater Ton ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Ähm. Hm. Du wolltest noch etwas dazu sagen, welche Zeiteinheit du wählst im Ghost. Ja, mache ich gleich. Wenn ich gleich nochmal in den Chart reingehe, dann kann ich nochmal so ein bisschen was zu den Zeiteinheiten sagen, in welchen Zeiteinheiten ich das Ganze hauptsächlich handle. So, kommen wir mal zum Beispiel. So, folgendes Szenario war hier gegeben. Also wir hatten hier ein rotes band was heißt bewegungsrichtung war short wir hatten in dem moment hier auch eine rote signallinie das heißt das marktsignal war auch short und wir hatten hier den trend ich hoffe das kann man erkennen der war entsprechend auch rot das heißt in dem moment war jetzt eine, ein gp3 signal da und jetzt habe ich mir überlegt, jetzt ging es quasi um den Einstieg. So, das Grüne, was man jetzt hier noch so als Kasten sieht, das ist ein Außenstab. Das heißt, wir haben uns in dem Moment in einem bullischen Außenstab befunden und das habe ich noch als weitere Hilfe, als weitere Indikation entsprechend zu Hilfe genommen. So, ich habe mir hier wieder die Fibos angelegt entsprechend und ne, hier haben wir das 50er, hier das 61er und ich habe jetzt auf eine Korrektur gewartet, die äh, so hier läuft. Ich mache das mal weg, die jetzt hier so hochläuft mit einer hoffentlichen Reaktion ne, hier so in diesem Bereich. Es kam noch hinzu, dass wir hier Trendtiefs hatten. Außerdem diese gestrichelte Linie. Ich glaube, das war die Future Eröffnung, ne, also alles Kriterien, die mich äh, dazu veranlasst haben zu warten und hier in diesem Bereich einen Einstieg zu suchen. So. Gesagt getan. Ähm, ne, ich habe hier 50er abgewartet, dann ging der Markt hier entsprechend hoch und hab dann, äh, als ich gemerkt habe, okay, gibt es äh, deutliche Reaktionen am 61er Level. Außerdem hatten wir hier, wie gesagt, die Feature-Eröffnung. Das heißt, ich bin den Trade eingegangen und hier drüber mein Stop-Loss und hatte hier ein Stop-Loss von 10 Punkten. Ne? So. So, dann ging der Markt erstmal nochmal äh, hoch und. Hier auch das Schöne an dem Regelwerk, dass es hier auch wieder keinen Spielraum gibt. Ne? Also Stop-Loss nicht versetzen, der, der Stop-Loss sitzt hier haargenau richtig. Warum sitzt er hier auch haargenau richtig? Und zwar, wenn man jetzt mal sich folgende Bewegung weiterdenkt: Wir haben hier entsprechend unsere Trendbewegung. Ne? So. Wenn der Markt jetzt hier hochläuft entsprechend ne, und dieses Hoch hier rausnimmt, ich hoffe, das kann man äh, einigermaßen erkennen, so, hier drüber laufen würde, wäre in dem Moment ein Gegentrend ausgebildet worden. Und das ganze Szenario, das ganze GP3-Szenario wäre sowieso hinfällig. Ne? Von daher, ähm, die. Indikation, bzw. die Regel ist ja ganz klar. In dem Moment, wo GP3 nicht mehr gegeben ist, macht auch ein Trade nach diesem Regelwerk keinen Sinn. Von daher liegt, liegt der Stop-Loss hier definitiv richtig und es macht gar keinen Sinn, den jetzt irgendwie hier noch nach oben zu legen, zu sagen, hey, ne, ich gebe ihm noch ein bisschen mehr Luft, keine Ahnung. Nee, macht gar keinen Sinn. Weil in dem Moment, wo wir hier über das Hochlaufen, ja. also hier über das Hochlaufen, so, ist der Short trend, markttechnische Trend gebrochen und wir haben Gegensignal und dann macht Short sowieso keinen Sinn mehr. So. So, nächstes Bild. So, wie man sieht, ne, also ich gehe noch einmal zurück. Das ist jetzt hier die Kerze. Und wenn man jetzt hier äh, ne, eins vorwärts geht, dann sieht man dass der Markt sich auf jeden Fall davor gescheut hat, das hoch aus dem Spiel zu nehmen. Das heißt, der Dow, deshalb handele ich den Dow ähm, am liebsten, weil er halt wirklich auch äh, teilweise sehr, sehr genau läuft. Und er hat das Trend hoch hier auf jeden Fall auch in Ruhe gelassen und entsprechend dann die Reise hier nach unten weiter fortgeführt. Alle Kriterien sind noch gegeben. Das heißt, hier das rote Band, hier die rote Linie, also die markttechnische Linie und entsprechend hier die Signallinie. Alles noch rot, alles noch gegeben. Super. So, gehen wir weiter. So, mein Ghost Trail Level hier unten hingelegt. Entsprechend hier wollte ich die Hälfte rausgeben mit einem TA6 oder TA12 Trail war es, genau. So. Und wie man auch sieht, in dem Moment, wo wir dann quasi hier auf diese Linie, die hier lag, getroffen sind, hat Ghost angefangen, den, die Hälfte rauszutrailen und die Hälfte aus meinem Trade rauszuschmeißen, was dazu geführt hat, dass mein Stop-Loss entsprechend hier oben hingewandert ist. Also von daher, selbst wenn der Markt jetzt hier zurückläuft, hier in mein Stop-Loss läuft, der Trade wird auf jeden Fall im Gewinn enden. Kommen mal, was wolle. So. Ich habe dann den Trade manuell geschlossen. Hier unten, warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, dann deshalb hatte ich mir hier die Außenstäbe hinzugeschaltet mit der Toolbox, indem ich das, das kann ich hier unten einschalten. Das sind die Außenstäbe vom H1 gewesen. Der Chart, in dem ich hier gehandelt habe, war der M5. Und ähm, ich bin hier unten ausgestiegen, weil ich gesehen habe, dass auf der Unterseite am, an der Unterseite des Außenstabes Reaktion reinkam, entsprechend, dass dort ja der Kurs reagiert hat und von daher bin ich dann manuell rausgehabt, gedacht, okay, wahrscheinlich äh, schauen wir uns dann noch mal die Oberseite des Außenstabes an. Und das wollte ich jetzt nicht unbedingt aussitzen. Von daher habe ich dann den Trade entsprechend manuell geschlossen. So, gehen wir weiter. So, nächstes Beispiel, diesmal in Long-Richtung. So, dröseln wir auch mal wieder ein bisschen auf. Das sieht im ersten Moment immer ein bisschen verwirrend aus, aber wir dröseln das mal auf. Also, wir hatten hier grünes Band. Wir hatten hier unsere Signallinie, auch grün. Wir hatten hier die letzte Trendbewegung, entsprechend markttechnischer Trend auch grün. Und ne, ich habe wieder meine Fibus angelegt. Hier hatten wir das 50er Level, hier war das 61er. Und ich hatte halt gesehen, hier sind auch noch äh, Kerzen hochs entsprechend, Trendhochs. Und äh, wir haben hier schon mal reagiert. Und entsprechend, als wir das Tief hier unten noch mal angelaufen sind, angelaufen haben, also dieses Tief hier, und ich gesehen habe, okay, hier kommt wieder Bewegung in den Markt rein habe ich entsprechend einen long trade aufgemacht mit stop loss wieder unter das kerzentief. so stop loss war entsprechend zwölf punkte. so und dann habe ich abgewartet ne, und entsprechend ich wollte natürlich hier hoch, hier hoch und erstes ziel war wieder das trend hoch. so. Ich habe mich jetzt hier in dem Fall nicht dafür entschieden, einen Teilverkauf hier oben hinzulegen, weil, wenn man hier mal auf die Uhr guckt, es war 15.28, das heißt kurz vor Markteröffnung. Markteröffnung, da kommt ja in der Regel immer äh, Wohler rein und Bewegung rein in den Markt. Und von daher habe ich gedacht, okay, ne, entweder wir fallen jetzt hier durch, dann ist es halt minus 12, oder wir brechen hier oben durch. Und dann werden wir auch dieses Trend hoch hier oben relativ schnell rausnehmen. So. Das Ganze sah dann so aus. Markteröffnung 1532. Entsprechend, hier war mein Einstieg und der Markt hat Folgendes gemacht zur Markteröffnung, Zack, einmal hoch und hat so ein bisschen hier an der am was war das? Der war ein Pivotpunkt, Was war das? Der R2, genau. Am R2 entsprechend ne, erstmal kurz gestoppt, was mich dazu veranlasst hat, den Trade auch wieder manuell zu schließen. Und dann bin ich quasi mit plus 71 dann aus dem Trade hier am R2 rausgegangen. Wie man im Nachhinein sieht, auch eine ganz gute Idee gewesen, ne, weil wir dann quasi den ganzen Weg nochmal rückwärts rückabgewickelt haben, zurückgegangen sind. Und von daher ne, war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und das meinte ich ja eben schon, ne, ganz wichtig, man muss auch Einst äh, Ausstiege planen und auch realisieren. Ne. So, aber wie gesagt, das war quasi hier mein GP3. Einstieg hier unten ne, und ich hatte mit einem Stop-Loss, der war, was war der? Stop-Loss, 12 Punkte hier entsprechend ne, 71 Punkte dann ertradet. Also wiederum ein sehr, sehr gutes äh, CAV. So. Letztes Beispiel, drittes Beispiel. Wieder Short-Richtung. Wir haben hier GP3, wieder rotes Band. Wir hatten hier den Trend entsprechend, der rot war und hier auch die rote Signallinie. So, und wie man sieht, habe ich hier auch länger gewartet. Ich mach das mal da weg. Und zwar hatten wir hier mehrfach äh, ne, versucht, den. Ja, gab es einen Widerstand auf jeden Fall und es wurde mehrfach versucht, hier über das Hoch drüber zu kommen, hat er nicht geschafft. Aufgrund dessen habe ich mich dann entschieden, hier die Short-Richtung weiter zu traden, beziehungsweise versucht zu traden. Ne? Hier so diese Richtung. Und so, der ganze Markt hat aber irgendwie was anderes vorgehabt. Er lief weiter hier hoch und hat mich dann also hier noch. Hier steht es auch noch, Stop Loss von 8 Punkten. Hat mich dann entsprechend aus dem Markt gekegelt mit minus 8 Punkten. So, soll heißen, natürlich äh, gibt es bei der Strategie auch, ja, Fehlsignale möchte ich nicht sagen, aber natürlich gibt es mit dieser Strategie auch Verluste. Ne? Also nicht jeder Trade, der dort gemacht wird, endet automatisch im Gewinn. Das gibt es bei keiner Strategie, gibt es auch bei der GP3-Strategie nicht. Aber der große Vorteil ist, das habt ihr ja eben gesehen, ne? ich habe hier einen Stop-Loss von acht Punkten gehabt. Das heißt, ich habe minus acht Punkte gehabt. Aber in der Regel, in 99,9 Prozent der Fälle, haben wir ein relativ großes Chance-Risiko-Verhältnis. Das heißt, die Gewinne sind in der Regel immer viel größer als die Verluste. Von daher kann ich auch mal ein, zwei, drei Verlust-Trades machen. Das ist überhaupt nicht tragisch, überhaupt nicht schlimm. Weil die Gewinne in der Regel immer größer sind als die Verluste. So. Man kann auch vor dem PC sitzen und was anderes machen. Ja, klar, kannst du natürlich auch machen, aber da hilft dir ja trotzdem die Benachrichtigung weiter. Wie gesagt, das habe ich ja eben erklärt. Ich habe hier mein, äh, mein Smartphone quasi in der Hand ne, und äh, liegt bei mir neben dem Tisch. Und selbst wenn ich irgendwie eine E-Mail schreibe, ein Word-Dokument schreibe, keine Ahnung was. Und in dem Moment, wo GP3 quasi zuschlägt, ne, wenn alle Kriterien erreicht ist, dann kriege ich instant auf meinem Smartphone eine Benachrichtigung. Und dann sehe ich quasi in der Benachrichtigungsvorschau schon, okay, GP3. Und dann weiß ich, ich muss rüber in den Chart wechseln. Ne? Äh, woran orientierst du dich bei der Einstellung des? Und tust dich bei der Einstellung der Bandsensibilität in der Ghost-Zeiteinheit? Also, Bandsensibilität setze ich, also ich, da gibt es nicht so wirklich große, und ähm, ich gehe da gleich drauf ein. Gleich, wenn ich in den Live-Chart gehe, dann gehe ich da nochmal drauf ein. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Äh, so, jetzt, wir sind auch gleich durch. Gleich gehen wir in den Live-Chart rein. Ähm, zu guter Letzt noch: Es gibt auch Modifikationen. Ne, die kommen jetzt nicht unbedingt von mir, sondern in, in der Telegram-Gruppe oder so gibt es zum Beispiel die GP4-Modifikation von einem User, von einem Benutzer. Und er ist hingegangen und hat gesagt: Okay, ich kombiniere die GP3-Strategie mit dem VIPOC-Tool. Ne, und entsprechend wird sich dann äh, als viertes Kriterium noch die, das VIPOC zur Hand genommen und dann zum Beispiel geguckt: Okay, ne, die gelbe Linie, die ich hier sehe. Ist der Point of Control oder ne, entsprechend hier der V-Web Und das wird dann als viertes Kriterium hinzugenommen, um entsprechend bei GP3 einzusteigen, beziehungsweise er hat das Ganze dann GP4 genannt. Also da kann man natürlich, wenn man jetzt noch eigene Indikatoren hat, eigene Regeln hat, das kann man dort natürlich noch mit einbauen, einfließen lassen und die entsprechend auch modifizieren, was ja einige User schon getan haben. So, funktioniert der Stereo Trader auch auf, die, auf einem VPS? Ja, ja, klar. Also, ich äh, nutze ja für mein Trading auch VPS. Dirk, also der Entwickler des Stereo Traders, selbst nutzt, also ich glaube, die ganze Entwicklung findet auch auf dem äh, VPS statt. Also, von daher, der Stereo Trader läuft definitiv auf einem VPS. So, gut, dann. Schauen wir uns mal den Chart an und... Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Da ist er nicht. Da ist er. So. Schauen wir uns mal ein bisschen den Chart an und gucken uns mal an, wo jetzt Einstiege heute oder letzte Woche gewesen sind. So, ach so, genau. Zeiteinheit. In welcher Zeiteinheit wird das Ganze äh, benutzt? Beziehungsweise in welcher Zeiteinheit benutze ich das? Also mein Haupthandelschart ist der M5. Ja, mal rein. Warum der M5? Der M5 ist für mich der Hauptchart, weil M1, M2 sind mir zu wild, zu undurchsichtig, zu schnell. Und da gibt es für mich in der Regel keine klaren Regeln, was jetzt Bewegungsrichtung, was Trendrichtung, was Signalrichtung angeht. Und von daher sind mir diese M2-M2-Timeframes einfach zu, ja, zu wild. So. Für mich M5 bzw. M15. Da ich kurzfristig handle, macht alles über, in, über dem M15 jetzt für diese Strategie zumindest keinen Sinn. Von daher ne, M15 sind so die oder M5, M15 sind so die beiden Zeiteinheiten, die ich hauptsächlich auf dem Schirm habe. So, schalten wir hier mal alles ein. Warum jetzt M5, M15, beziehungsweise wann nutze ich M5, wann nutze ich M15? Also so eine Faustformel ist. Ähm, Hohe Volatilität, also hohe Wohler entsprechend, dann nutze ich den M5. Wenn die Wohler eher gering ist, dann nutze ich eher den M15. Beziehungsweise ich gucke mir immer beide Timeframes an und versuche die auch so ein bisschen in Beziehung zu setzen. Also ich bin jetzt hier im M5 und jetzt möchte ich gerne sehen, was ist denn jetzt so im M15 los, weil gegebenenfalls möchte ich ja nicht. Wenn jetzt der M5 ein GP3-Signal in Long-Richtung liefert, möchte ich ja nicht gegen den M15 handeln, der vielleicht in, der gleichen, in dem gleichen Moment ein GP3-Short-Signal liefert. So, von daher kann ich hier unten, wo jetzt hier Auto steht, einfach M15 eintragen und kann das Ganze auf den M5 mappen. Das heißt, ich verlasse den, den meinen Handelschart M5 verlasse ich gar nicht, sondern ich schaue einfach, okay, wie sieht es denn jetzt hier entsprechend bei in der Zeiteinheit M15 aus. So, M15 haben wir hier entsprechend ein ne, rotes Band, blaue, blauen Trend, grüne Signallinie. Also unterschiedlicher geht es quasi gar nicht mehr. Hier sieht man auch entsprechend ne, rot, grün, blau. Das heißt, äh, M15 ist gerade total uninteressant. So. Dann gucke ich mir an, okay, wie sieht es denn im M5 aus? Das heißt in der Zeile, wo ich auch gerade bin. Das heißt hier ähnliches Bild. Wir haben hier blau, grün und nochmal blau. Das heißt auch gerade relativ uninteressant. Aber so gucke ich halt, okay, was ist im M5 los, was ist im M15 los? Versuche das Ganze in Beziehung zu setzen, weil was jetzt natürlich passieren wird, wenn es jetzt hier ja einen Trendwechsel geben sollte. Dann entsprechend wird zuerst der M5 auf Grün wechseln, GP3, ne, und dann entsprechend im weiteren Verlauf der M15. So, und ne, ich kann jetzt natürlich überlegen, auch wenn ich jetzt im M15 oder wenn ich den M15 hier gemappt habe, kann ich natürlich den M5 weiterhin offen haben und im M5 handeln, um dort meinen Einstieg bzw. Ausstieg dann auch zu suchen. So Timeframe Chart und Timeframe der Indikation. Genau, das äh, ich ja grade, bin, bin ich ja gerade dabei. Also war eine Frage gerade. So, aber gehen wir jetzt mal hin und gucken mal. So, wir hatten hier zum Beispiel, wir ne, jetzt das Ganze mal. Wir hatten hier grün, äh Quatsch, rot, Trendrichtung rot, Signal rot. So, dann gehe ich jetzt hin, schalte mir hier so ein paar. Linie noch ein. So, und gehe wieder hin und zeichne meine Fibos. So, das heißt, was ich hier sehe, ne, wir hatten hier die Trendbewegung. Ich mache das mal eine andere Farbe, sonst kann man das so schlecht sehen. So. Hier die Trendbewegung. So, das heißt, ich warte auf eine Korrektur der Trendbewegung. So, die Korrektur kam hier. So, mein Sweet Spot hier in diesem Bereich 50 bis 61. So, ne? hier kam die Korrektur, deutliche Reaktion, nochmal bestätigt und dann ging es quasi äh, runter. Das heißt, hätte ich nur dieses Stück mitgenommen. Hätte ich bis zum Trendtief schon mal allein 170 Punkte quasi mitgenommen. Ne? Also, das wäre definitiv hier ein schöne, schöner Einstieg, schöner GP3-Einstieg gewesen. So, schauen wir uns weiter an. Entsprechend. Ne? Also, wir hatten hier grünes Band, also hier äh, grüne Signallinie, meine ich hier grünes Band. Trend war auch grün. So. Gehen wir hin und gucken uns mal hier die Korrektur an. So. Da sieht man auch wieder, so äh, lief quasi hier die Korrektur bis zum 61er. Erste Kerze abwarten, zweite Kerze rückbestätigen und dann ging es quasi auch hier nach oben. Das heißt, messen wir doch mal folgendes. Gehen wir mal hin und sagen, wo ist mein Order Assist? So. Ich wäre jetzt. Hier eingestiegen. So. Wäre ich jetzt hier unten eingestiegen und ich hätte nur gesagt: Okay, mich interessiert nur das Trend hoch, dann hätte ich einen SL von 13 Punkten und einen Take Profit von 53 Punkten gehabt. Das heißt, ich hätte einen CRV von 4 zu 1 gehabt. So. Jetzt weiter hingehe und sage, okay. Ne, ich hätte den Weg nach weiter mitgenommen und hätte entsprechend ne, bis hier oben zum Beispiel gehandelt. So. Hätte ich einen CRV von 8,5 zu 1 gehabt. Ne, stop Loss 13 Punkte und entsprechend Take Profit 110 Punkte. Oder gehen wir hin und ich hätte jetzt den e stop aktiviert. Der E-stop hätte folgendes gemacht. Der wäre. Erstmal hier gewesen, dann hier, dann hier und hier wären wir in dem Moment rausgeflogen. Das heißt, ich hätte mit iStop SL 13 Punkte, Take Profit 126 Punkte, 10 zu 1 CRV gehabt. Genau. So, gibt es noch Fragen zur GP3-Strategie? Ansonsten glaube ich, wäre ich jetzt erstmal mit der Erklärung soweit durch. Okay, super. Ähm, so, ähm, bei FX-Flat hat man die Möglichkeit, äh, Ghost rabattiert zu bekommen. Das heißt, wenn ihr noch kein Konto bei FX Flat habt, habt ihr die Möglichkeit, das Programm Ghost von äh, einem Rabatt auf Ghost von 25% zu bekommen. Ne? Was ihr dazu machen müsst, ist, ihr müsst auf daytradetools.de gehen, slash Dort gibt es dann so zwei Knöpfe. Da steht ähm, jetzt äh, Live-Konto eröffnen. Da klickt ihr drauf. Und wenn ihr das gemacht habt und euer Konto kapitalisiert, dann bekommt ihr eine E-Mail von FXFlat mit entsprechend einem Code, den ihr bei der Bestellung eingeben könnt. Und dann könnt ihr dauerhaft, na, wenn ihr das Abo-Modell wählt äh, oder auch wenn ihr die Einmalzahlung wählt, könnt ihr 25% Rabatt bekommen. So, Seretrader ist bei FXFlat. Auf, äh, sowieso kostenfrei und der Meta Trader natürlich auch. Ähm, nächstes Webinar haben wir am 15., Ne, am 16.05., genau, 16.05., da gibt es ein äh, weiteres Webinar, da werde ich euch noch so ein bisschen was über die Trade-Planung, Trade-Management und auch wie man wenn man mehrere Orders mit Teilorders arbeitet, wie man dort das Risiko berechnen kann. Ich habe es euch eben schon mal kurz gezeigt hier. Das ist hauptsächlich der Order Assist, mit dem man das Ganze machen kann. Ne? Aber da werde ich im nächsten Webinar nochmal genauer drauf eingehen, wie das Ganze funktioniert, was man damit alles machen kann und wie man da auf jeden Fall, bevor man überhaupt irgendeinen Trade setzt, genau weiß, okay, mit welchem Gewinn, mit welchem Verlust komme ich raus, auch wenn ich multiple Teilorders rein oder rausgebe. Ansonsten gerne mal in meiner Telegram-Gruppe vorbeischauen, datetrailtoolsde Telegram. Da poste ich, wie gesagt, ab und zu Live-Trades. Andere Leute posten da auch ihre Live-Trades. Von daher kommt gerne dazu. Entsprechend dort können wir uns austauschen. Gut, also ich habe fertig. Ich bedanke mich für das fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ansonsten, wenn nicht, schreibt mir gerne eine E-Mail. Dann gehe ich gerne auch die Fragen darauf ein nochmal. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das derselbe Link, oder Florian? Entsprechend, wenn man sich ja, das einmal angemeldet korrekt. hat, dann ist der Link für, das 16, für den 16.05. derselbe, richtig? Genau. Also, ich werde morgen ähm, das Webinar einmal aktualisieren. Ne, dass jeder Teilnehmer dann ja. einmal eine Benachrichtigung bekommt mit dem neuen Titel des Webinars, neuer Inhalt des Webinars. Aber wer jetzt schon angemeldet war, ist auch für das nächste Webinar angemeldet und bekommt die Erinnerung. Super, alles klar. Ich bedanke mich, ich wünsche noch eine schöne, erfolgreiche Woche und hoffentlich bis zum 16.05. Und das letzte Wort hat der Florian. Macht's gut, ciao, ciao. <laughs> Danke dir, Timo. Danke an die Teilnehmer, dass sie so lange dabei waren und natürlich auch aktiv. Ja, das Webinar wird aufgezeichnet. Ich versuche es so schnell wie möglich online zu kriegen. Das ist kein Problem. Und von daher passen Sie auf sich auf. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Woche und natürlich auf die Trades aufpassen. Das ist das Wichtigste. Von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.